So Leute, ich nehme diese Folge direkt nach der anderen auf. In der letzten Folge haben wir angehalten bei den Kyogre Frau oder Typ. Lucario! Beschützt das Rilulu! Wie es sein soll. Nein! Mega Entwicklung, Nena! Oh, mega Lucario! Mach das einfach. So, und es haut ab. Rilulu kommt auch mal schnell hinterher. Wir gucken gleich mal die Gänge an. Ja. Wir wollen nicht reden. Wir wollen entweder dieses Lucario oder meine Figuren reingucken. Los! Danke. Ich dachte, es dauert ewig, bis wir drankommen. Ja, wir können neues Pokémon holen, Leute. Und ein Pokéball. Speltag? Läuft. So. Was kriegen wir ein? Rilulu! Ja! Leute! Rilulu! Da sage ich nur, das nehmen wir mit. Nur welches kommt jetzt wieder raus? Ist jetzt die Frage. Wir haben so oft Glück. Wir kriegen so oft ein geiles Pokémon. Und was dabei wird nicht rauskommen. Brock, ich glaube, deine Tage sind aufgezählt. Du bist bald ersetzt werden. Wenn wir das hier überhaupt machen. Nein! Okay, ich wollte es erst nicht sprechen. Weil erst wird die Unbekämpfte lösen. Aber wenn es anders geht, dann müssen wir es ein bisschen zusammenknüppeln. Dann müssen wir uns zusammenknüppeln. Oh nein, das ist die Attacke, die macht mehrfach. Leute, wir sehen uns gleich. Okay, Leute, ich habe jetzt ein Rilulu gefangen, und zwar ein Level 17 Rilulu. Hallo, da war doch ein... Ach, da ist er hin. Level 17 Rilulu. Okay, ist eine Schwester Joy. Und wir können hier ein neues Pokémon wieder fangen. Was ich wahrscheinlich nie benutze. Zu Beerus! So. Was macht denn der Charan, aber killt ihn nicht? Beerus hat aber auch die Mega-Entwicklung. Aber da weiß ich ja noch nicht, welche. So. Fangen wir ihn einfach. Wir versuchen unser Glück. Okay, ich merke mir die Höhle, sonst da können wir da später wieder hingehen. Da ich fast tot bin. Oh, bitte Hilfe. Ich renne jetzt erstmal so durch. Eigentlich kann ich jetzt auch mal ganz kurz die Pokémon, ein anderes Pokémon vorsetzen. Zum Beispiel Wasser. Unser liebes Wasserbällchen. Wasserbällchen. Vielleicht habt ihr mich gerade nicht gehört.
fällt ja schon. Ich habe das Mikro verlegt. So. Slimer. So. Der hat sich in Zuru auch verwandelt. Oder hä? Nee. Hat sich, abgewechselt, oder? Jetzt bin ich verwirrt. Nee, das war. Ah, das war ein Zuru. Ah. Man muss auf jeden Fall richtig hingucken. Und es ist weg. Ich glaub nicht. Bitte sei ein, Nehmen wir einmal was gut. Starke Attacke haben. Kommt wieder das nächste Slimer und macht uns alles zunichte. Also jetzt müssen entweder unsere Pokémon sich anpassen oder wir brauchen neue. Verdammt. Bis jetzt ist auch hier Kokschine ein Kandidat für neue Pokémon. Wenn wir mal wieder ein neues fangen. Dann wird es wahrscheinlich ausgewechselt. Ja, das ist hoffentlich ja für euch nicht so schlimm. Weil wir werden ja immer noch genug Pokémon haben. Und so gesehen versuchen wir hier den Pokédex voll zu kriegen. Jetzt mal nur ein Pokémon pro Route öffnen. Soll doch ein Joke sein. Ah, oh, nö, es ist ein Bodentyp. Coast, bitte. Jetzt schon. Komplett kaputt. Ist echt schlimm. So. Ich muss wieder ein bisschen leveln. Und neue Pokéwelle. Ich muss echt wieder Pokéwelle. So. Bitte, ich möchte. Ich möchte gegen niemanden kämpfen, bitte. Ja, lauf. Ein Kiesling. Los. Wir versuchen es zu fangen, Leute. So. Und echt, ich werde, glaube ich, die Schiene rausnehmen.
Und dann die restlichen trainieren. Und nicht, nee, 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 nicht böse. Okay. Die wechseln in letzter Zeit echt häufig die Pokémon, ne? Echt häufig. So. Yes. Nickname. Kieselstein. Ja, Kieselstein. Okay. Mit einem Pokémon unterwegs machen wir uns wieder weiter. Oh, da, Freedom. Freiheit. Woo! Ja, wir sind in der Stadt, Leute, wo wir unsere eigene Castingshow so gesehen machen können. Und das ist echt cool. Eben mal eben Pokémon heilen. Und dann... Einerseits... So, wo gehört die denn hin? Ich finde, die gehört in die Nacht. Wir haben ein weiteres neues Pokémon. Schön, schön. So. Ich dränge mich mal vor. Nein, ich kann mich nicht vordrängen. Aha. Nimm mal gleich 20 mit. Weil ihr habt gesehen, die Routen sind echt lang auf dem Map. Auf der Karte habt ihr ja gesehen, die Routen sind unfassbar lang. Und so lange Routen. So. Ich glaube, hier ist sogar die erste Arena. Warte, und zwar... alles klar, ein Eisenbahn. Und zwar hier soll es hochgehen, ja. Und zwar... finde ich auch komisch, dass hier oben so riesige Säulen sind. Und zwar ist hier eine Arena. Ich glaube, dafür werde ich noch oft ein bisschen trainieren gehen. Weil ich wette, zu 100.000% würde ich in der Arena sofort sterben. Ich gehe rein, ey, ich möchte einen Orden, und dann so, okay, pff, weg. Okay, dann gehen wir hier rein. Hallo, willkommen. Wir reden mal hier wieder an. Bis gleich, Leute, wartet. Okay, Leute, wir sind jetzt beim Boss von dieser Fernsehshow Company. Ja. Was? Okay, er hat uns angenommen. Jetzt haben wir einen Job. Hm, geil. Lol. Und wir können auch einen bestimmten Beliebtheitsgrad machen. Das heißt, je mehr Pokémon wir gefangen haben. Also, je mehr Shows wir gemacht haben von den Maps, desto einen höheren Beliebtheitsgrad werden wir kriegen und können so gesehen auch bessere Pokémon fangen. Ach ja, und im hohen Gras ist meistens nichts. Da ist es. Wo bist du hin? Okay, Leute. Und was wird es sein? Ein Milzer!
Level 20, wow. Alter. Ich fange mir das. Ein Milzer. Okay. Kann ich nur sagen. Welches Pokémon soll hier rauskommen? Und ich würde sagen, tschüss, Fly Rocco. Also, Fly Rocco wird wahrscheinlich auch nicht mehr unter uns sein. Da wir ihn natürlich auswechseln werden gegen unser waldhabendes Milzer. Ich habe auch schon einen passenden Namen für ihn. Mein Gott! Ich möchte mit dir die Welt bereisen. Dann werde ich dich als Killermaschine einsetzen. Wir wollen Pokémon fangen. Los! Hallo? Wir wollen dich fangen. Bis gleich, Leute, warte. Wir haben es gefangen. Und Wasserball ist jetzt auch wieder ein Level up. Nein. Es ist. Und der Nickname ist Milchzahn. Milch. Jetzt haben wir es geschafft, wir haben es gefangen und jetzt können wir nach Hause. Wir haben den Auftrag erfüllt. Oh, wir kriegen so ein Cash dafür. 2000. Okay, Leute, ich würde dann sagen, das war's für diese Folge. Hoffentlich hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.